Ich bin Simon Sanders, bin 40 Jahre alt und komme aus Aurifalinghausen. Ich hatte damals eine Umschulung gemacht zum Tischler. Dann habe ich mich bei verschiedenen Firmen beworben. Die haben mich aber abgelehnt, weil keine Berufserfahrung, zu alt. Dann irgendwann ist mir die Decke auf den Kopf gefallen, dann bin ich zur AG gegangen. Ja, und dann haben sie mir verschiedene Möglichkeiten angeboten. Dazu gehört auch die soziale Kaufhaus. Und dann habe ich ja auch mit renoviert und anfangen und dann bin ich hier geblieben. Also ich komme mit allen Leuten zurecht und ja, man versteht sich, das ist wie so eine kleine Familie hier. Ne? Alles gemischt. Mein Name ist Dietmar Döbbel, bin vor kurzem 54 geboren, komme hier direkt aus Aurich. Ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann, habe dann auch im Baumarkt gearbeitet. Habe dann aber noch meine Frau gepflegt, bis sie verstarb. Bin dann in den Alkohol reingerutscht, habe dann Entzug gemacht, bin ja seit über 13 Jahren trocken und habe dann die Chance bekommen, hier zu arbeiten. Das hier ist für mich ein fester Job. Also ich bin jetzt Schichtleiter hier. Ich bin eigentlich der Mann für alles, ne? Mache ja auch Tischlerarbeiten und sowas. Ich bin im Kassenbereich, kassiere. Und 1,25 zurück. Bitte schön. Geht das mit? Ja. Ich suche ein Buch für meine Mutter. Entweder von Nora Roberts oder Nicholas Sparks. Ich mache hauptsächlich hier Bücher. Und da ich privat auch sehr viel lese. Weiß ich natürlich genau, Thomas Mann ist kein Ersatzspieler in der Bundesliga, sondern das ist ein berühmter deutscher Schriftsteller. Und mir ist einmal aufgefallen, dass entweder die Größe nicht drauf war oder... Jetzt bin ich schon seit über 1,5 Jahre hier. Hier ist keine Hierarchie, sondern es arbeitet Hand in Hand, wie ein Uhrwerk. Aber hier sieht das schon mal gut aus.